Jetzt ist ja doch noch die Sonne rausgekommen. Schade eigentlich. Ich hatte eigentlich den Plan, jetzt an einen schönen Badeort zu fahren und da zu parken und da auch ein Friedenspfeilchen zu rauchen, was dann bedeuten würde, dass ich da einen ganzen Tag lang nicht wegkomme. Da wäre es mir natürlich lieber gewesen, wenn das Wetter nicht so schön sonnig gewesen wäre, weil dann wäre es da nicht so voll. Jetzt gucke ich mal, ob ich da irgendwo ein Plätzchen finde, wo es nicht zu voll ist trotzdem. Und vielleicht verzieht sich die Sonne auch wieder. Ich werde gleich mal auf den Wetterbericht gucken, der, naja, was heißt Wetterbericht? Das ist ein Wetter-App. Ich werde gleich mal auf das Wetter-App gucken. Wenn ich sage Wetterbericht, dann erinnert mich das an, ich fahre schon wieder 40. Dann erinnert mich das an Fernsehzeitalter, wo Leute ihr Fernsehgerät angemacht haben und gewartet haben, bis nach den Nachrichten einer das erzählt hat, wie es Wetter wird. Nein, 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 ich lebe hier im Luxus. Ich kann jederzeit gucken, wie das Wetter wird und oft stimmt's auch. Oder? Ich weiß gar nicht. Ich habe das Gefühl, oft verlasse ich mich da drauf und am Ende stimmt es dann gar nicht oder es ist mit einer mehrstündigen Verzögerung. Will sagen, ganz so toll, dass ich mich drauf verlassen könnte, ist es glaube ich nicht. Na jedenfalls, bevor ich da hinfahre, es wäre mir lieber, wenn ich das jetzt schon hätte machen können. Aber vorher habe ich mir auf dem Weg dahin an der Packstation noch eine Hose und ein paar Magneten liefern lassen und die kommen heute an. Es ist jetzt 14 Uhr und die kommen eigentlich nie später als 16 Uhr an. Deswegen stelle ich mich dann auch ein bisschen am Straßenrand, da nicht weit davon. Mache auch vorher noch einen richtig schönen Einkauf, dass ich ordentlich was zum Mampfen habe. Weiß noch nicht, was ich mir Schönes kaufe. Es gibt gerade richtig leckeres Obst. Oh, das bin ich gar nicht gewöhnt. Es gibt gerade richtig leckere Kirschen. Es gibt gerade richtig leckere rote Trauben. Die Melonen sind richtig lecker. Ich habe komischerweise in letzter Zeit viel Brot gegessen. Also so, ich habe bei Aldi die Brotabteilung ausprobiert. Ist ja schon ziemlich lecker, was die machen. Die haben so Brötchen mit jede Menge Körner. Egal, welche Körner ich haben will, die haben die da. Schade, dass sie nicht Mohn haben. Ich mag so gern Mohnbrötchen. Die haben Brötchen mit Haferflocken drauf, die haben Brötchen mit Sonnenblumenkernen drunter, die haben welche mit Chiasamen drauf. Dann hatten sie sowas ganz Perverses, das hatte ich jetzt zweimal gegessen, so ein fettiges Ding, Mann. Das ist so ein Ding, das heißt der Piratenpfeffering. Das ist richtig salzig und pfefferig und fettig. Von denen habe ich schon zwei Dinger gegessen, die habe ich in Hummus gedippt. Was ich auch gerade mit Brot gerne mache, ich gehe in die Chips-Abteilung und ich hole mir so eine milde oder so eine scharfe Salsa. Also was ist da drin? Tomate und Zucker und Salz und Gewürze und Paprika und sowas. Und da rupfe ich mir Stückchen von Brötchen oder von einem Ciabatta-Brot ab und dippe die rein auch. Ist auch ziemlich lecker. Jedenfalls schöne Zeit für den Obstliebhaber. Vielleicht schaffe ich es auch. Hier ist bestimmt richtig, richtig laut die Straße. Vielleicht schaffe ich das auch schwimmen zu gehen. Ich habe mir extra 4 Luftballons mitgepackt. Da würde ich dann, was ich sonst nicht mache, ich würde alle meine Sachen inklusive Hausschlüssel, inklusive Telefon, inklusive Ausweis und was nicht alles und Geld. Das würde ich alles im Wagen lassen und ich würde zum Schwimmen nur den Autoschlüssel mitnehmen. Aber den Autoschlüssel würde ich vorher in einen großen Luftballon reinmachen, damit er wasserdicht wird. Weil ich würde mich nicht trauen, irgendwo schwimmen zu gehen und da am Rand irgendwie ein Handtuch zu lassen und da irgendwie meine Schlüssel und sowas zu verstecken. Ich mache ihn lieber in einen Luftballon und stecke ihn in die Hosentasche. Schalt doch mal hoch von alleine hier. Der will nicht von alleine in 5. Oh, was waren die hier für knappe Manöver? Nee, gut. Kann das immer nicht mit ansehen. Ich denke mal so in Zeitlupe, oh, das geht nicht gut, was die machen. Diese eiligen Drängler.
aber habe erstaunlich wenig Unfug im Verkehr erlebt in letzter Zeit. Na jedenfalls, ich freue mich auf einen schönen Tag. Ich habe das Gefühl, ich bin da gerade so ein bisschen im Endstadium. Also jetzt, wo mir das hier alles so eine Freude bereitet, wo das so schön zu mir und dem Leben, was ich haben würde, gerne würde, wo das so schön passt, da denke ich eigentlich nicht mehr viel ans Rauchen. Es ist ja sowieso in absurden, mikroskopischen Dimensionen, in denen sich das hier bewegt. Ich fahre mal hinter den Bus, dann können die ganzen Drängler vorbei. Die freuen sich, ja. Wobei die auch nicht schmaler als sind. Da wollte nur sagen, geht das gut? Ich verliere sogar noch mehr Interesse am Friedenspfeife rauchen, merke ich. Oh Mann. Ich merke so ein bisschen, die Preise für Diesel, die schwanken so ein bisschen, ob, ich weiß nicht, ob sie nach Uhrzeit schwanken, aber sie schwanken nach Tag. Am Sonntag sind die, glaube ich, höher. Am Sonntag sind die Dieselpreise 5 Cent höher als am Werktag. Na klar, weil die ganzen Leute, die Ausflug machen und so, vielleicht so ein bisschen ausgenommen werden. Na, genug gequakt. Ich nähere mich hier gleich meinem liebsten neuen... Nähere mich hier meinem liebsten neuen Supermarkt. Der ist besonders gut, mit dem Auto ranzufahren. Aber um die Uhrzeit ist es da trotzdem voll, deswegen parke ich nicht auf dem Parkplatz, sondern ich parke ein paar Meter davor. Dann brauche ich nicht so viel rangieren. Naja, guter Zeitpunkt, um ich zu sein, wollte ich nur sagen. Ich wollte mal ein Video aus dem Wald machen. Ich bin gerade im Wald und es ist sehr lustig. Ich laufe hier einfach nur so eine kleine Strecke hin und her. Quasi so ein Kreis. Ich habe ein Hamsterrad gefunden. Hier habe ich eben gesessen und habe ich hier schön ein kleines bisschen vom guten Dübel geraucht. Kirschen gegessen. Und ich habe mit dem Windzauberstab gespielt. Also mit dem mit dem Laubbläser. Ganz lustig im Wald. Es ist ziemlich lustig im Wald. Ich glaube, ich habe auch eine gute Uhrzeit erwischt. Ich kann nicht, während das Video läuft. Doch, 16.50 Uhr. Ich habe den Laubbläser mit in den Wald genommen. Mal so ein paar Sekunden mit rumgespielt, aber ich bin mir sicher, wenn hier irgendeine komische, ich weiß ja noch nicht hier, was hier für komische Autoritätsfiguren im Wald rumlaufen. Was wollte ich gerade erzählen? Ich bin nicht sicher, ob man dafür nicht Stress kriegt, wenn man hier mit dem Laubbläser rumspielt. Mann, ich sitze da gerade auf so einem Baumstumpf und habe einen kleinen Dübel geraucht. Und da kommt mir so dieses Bild vor Augen, so wie lustig das wäre, wenn man, das ist natürlich nicht echt, glaube ich, Windzauberei. Das machen die in Comics und sowas und Animes. Aber ich glaube, es wäre echt richtig lustig, wenn ich einfach so ein Stück Luft nehmen könnte und es wohin werfen könnte. Oder Luft anziehen, wie ein Staubsauger. Na jedenfalls das Ding hier, Luft pusten, das macht der ganz gut. Lustiger wäre natürlich, wenn ich einen hätte, wo ich pusten könnte, aber auch saugen, aber auch Flüssigkeiten pumpen. Und das gleichzeitig so eine Art Gehstock ist als Tarnung. Das wäre ziemlich cool. So ein Multifunktionswanderstock. Naja, und dann ist der auch bestimmt hart genug, dass man den jemanden über die Rübe hauen kann. Das könnte schon ganz praktisch sein. Es ist doch dieses hochtechnologische Zeitalter, dem sich die Menschheit nähert,
es ist doch auch für sowas gerade gut. Für so einen Zukunftstech-Spaß. Aber bis jetzt ist es noch nicht sehr zukunftstechnisch. Also, ich glaube, hier habe ich gerade gesessen. Oh ja. Yeah. Mann, wie schön das ist, einfach im Wald rumhängen zu können. Ist jetzt nicht so, dass ich danach eine lange Nachhausefahrt oder so hätte. Nein, Mann, ich sitze hier auf dem Baumstumpf, rauche einen Dübel. Und dann ist der Weg zu meinem Haus, weiß ich nicht, 50 Meter. Ich muss nicht mit irgendwelchen furchtbaren Bussen und Bahnen oder Taxis oder Ubers oder was es alles gibt, was ich wahrscheinlich noch gar nicht kenne. Aber ich parke hier einfach und jetzt, wenn ich gleich keinen Bock mehr habe, lege ich mich auf die Matte. Faulenze erstmal. Ich war schon ein bisschen fleißig. Ich war nicht unfleißig in letzter Zeit. Ich habe mich vor allem so auf Lebensergonomie, würde ich sagen, konzentriert. Dass ich ein bisschen mehr Infrastruktur habe, egal wie schlimm die Umwelt ist. Irgendwie schon so ein System habe. Es ist lustig, ich habe jetzt völlig die Orientierung verloren. Ich habe natürlich auch das App in der Tasche. In der Hand besser gesagt. Mit dem App kann ich mich nicht verlaufen. Das ist so krass gut. Es zeigt mir sogar die Richtung an, in die ich laufe. Ich mache jetzt mal das App an und guck mal, wo ich bin. Ich orientiere mich an den umgekippten Bäumen. Ich bin hier nämlich gerade an so einer Stelle. Ich laufe im Kreis und ich bin nicht sicher, ob ich die Stelle schon kannte. Bin also mich richtig gerade am Verlaufen. Und an den Dingern hier weiß ich dann plötzlich immer wieder, wo ich bin. Das ist ziemlich lustig, mal auf dem Boden zu laufen, der weich ist. Ich stehe ja sonst so viel auf harten Böden. Habe ich richtig vergessen, wie das war. Das ist ein Ding. Weicher Boden. Jetzt bin ich auf so einem Dreck, aber da kleben oben Steine drin. Und der ist nicht ganz so weich. Ist bedeutend weniger weich. Also, Wald hat ja richtig von den ganzen abgestorbenen Holz, was da rumliegt, hat ja richtig so einen weichen Teppich. Mann, aber freue ich mich gerade ein bisschen drauf, dass ich mir wahrscheinlich Kork in den Wagen lege. Ey Mann, da war gerade ein Hund, der hatte richtig Angst vor mir. Sonst haben Hunde nicht Angst vor mir, sondern ich Angst vor den Hunden. Einfach, dass ich hier diesen Laubbläser dabei habe, die wissen, was abgeht. vielleicht machen das noch mehr. Und wenn Hunde denken, da hat einer, ich hab den ja auch, na, der müsste schon ganz schön schlau sein, der Hund, und die Hunde sind meistens nicht so schlau. Mir kam gerade so der Gedanke, und den sollte ich, auch wenn er nicht stimmt, also nicht im direkten Sinne, ist trotzdem ein hilfreicher Gedanke. Man, Luft, da sind Vitamine drin. In der Luft sind Nährstoffe. Ich habe mir das gerade so vorgestellt, wenn ich hier gerade durch diesen komplett biologischen, am lebenden Wald laufe, da sind bestimmt die ganzen Moleküle in der Luft auch viel krasser am Leben. Und da dachte ich mir, wenn ich die einatme, vielleicht können die sich auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht kann die Lunge auch so ein bisschen verdauen. Sehr lustig. Jedenfalls, ich glaube, es ist ein hilfreicher Gedanke, wenn ich mir so versuche, diese Abzweige, es ist so schön, was die für ungerade Formen haben. Es ist alles so in Abhängigkeit von der Geografie, wie sich hier so eine Straße bildet. Nicht wie bei den alten SimCity-Spielen, wo man einfach nur gerade so eine Stadt
so eine Straße durch eine Stadt zieht und nur vier Richtungen hat. Das ist ja hier, das hat richtig viele Richtungen. Man, das hat richtig gefehlt eigentlich bei diesen Städtebausimulationsspielen, die ich gespielt habe. Das auch an so einem richtig achterbahnigen Grundstück, dass ich auch da, ohne dass es so krasse Auswirkungen, also ohne dass es einfach das in einem runden Grundstück auch trotzdem sinnvolle Häuser stehen können. Hier schneide ich aber raus mal Schnipp, Schnipp, Schnipp. Oh Mann, da ist ein kleines Häuschen da oben. Kleines Häuschen. Ich sehe auch die Spuren. Hier sind die Gräser ein bisschen niedergetrampelt. Da oben ist einfach so ein kleiner Betonklotz. Ich hoffe, die Kamera zielt es. Ich sehe nichts. Was ist drauf? Vielleicht. Mal egal, in welche Richtung ich gucke. Es ist überall Bäume. Ich bin komplett von Bäumen umzingelt. Einfach eine Kreuzung im Wald. Ich laufe hier gerade im Wald bergauf. Und ich könnte schwören, ich habe gerade so eine Elektronik gespürt. So ein, als ob plötzlich mein ganzes Nervensystem so eine Spannung wahrnehmen kann. Es war nur eine Sekunde oder so, aber irgendwie lässt mich dieser Gedanke, dass es eine theoretische magnetisch Feld oder elektrisch oder was auch immer, sondern irgendwas, wo eine Spannung anliegt, eine Elektrizität, dass es so eine Art Verbindung mit den Lebewesen gibt. Wie so ein Wi-Fi, aber nicht, dass man sich dann mit dem Telefon einwählen kann, sondern einfach mit dem Körper. So hat sich das gerade angefühlt. Mama, gut, dass ich das heute gemacht habe. Das war so eine weise Entscheidung. Ich bereue nichts. Ey Mann, ich habe gerade den Wind gehört, bevor ich ihn gespürt habe. In den Baumwipfeln. Ich bin hier gerade an so einem, ich würde mal sagen, also hier, da ist so eine Art Gipfel, so ein kleiner, so ein, es geht immer so rauf und runter. Und ich glaube, dadurch, dass hier so viele Leute lang gelaufen sind, hat sich hier so ein, angefangen, der Berg abzutragen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber durch das Freeline-Skaten sind ja meine Füße richtig zu Sinnesorganen geworden. Und es ist krass so auf diesem weichen Boden. Ich spüre so krass, wie weich der Boden ist. Und da so, da spüre ich jeden einzelnen Stein, der da ist. Also ich kann ab einer gewissen Größe. Aber. Also Haselnuss geht schon. Erbse geht wahrscheinlich auch schon. Bisschen größer als eine Erbse kann ich vielleicht spüren. Fällt mir die Geschichte von der Prinzessin auf der Erbse ein. Man, sie war so faul und bequem. Die hat es gespürt, wenn unter 10 Matratzen eine einzige kleine Erbse lag. Dann hat sie gesagt, ah, das ist so hart, dieses Bett, ich kann da nicht drin schlafen. Also ein bisschen bin ich mit den Füßen auch. Das sind diese Schuhe, es ist leider mein letztes Paar und es geht fast kaputt. Ich hoffe, ich finde wieder Schuhe mit so schönen Sohlen. Das waren Sohlen, die aus einem Stück Schaum irgendwie gegossen waren. Und dann hatten sie an den härtesten Zonen oben und unten, haben sie da so ein bisschen Härteres noch drüber geklebt. Also haben wahrscheinlich was
also eine Aussparung gelassen und da haben sie dann das härtere Zeug reingegossen, weil sich da vielleicht mehr ablutzt. Mann, ich hoffe, Aldi macht bald wieder solche Schuhe. Dann kaufe ich mir wieder, Mann, das eine Jahr hatten die so. Jetzt wäre ich fast hingefallen. Ich bin auch ein Idiot. Das war völlig verhinderbar. Ich bin auf so ein Ding, auf so ein kleines Rollholz bin ich getreten. Natürlich trete ich nicht auf Rollholz, weil ich dann ausrutsche. Ich gucke doch eh so genau hin, wo ich hinlaufe. Es gibt Leute, die gucken überall hin, außer auf ihre Füße, wenn sie laufen. Sie laufen so und machen sich auch breit und die merken es überhaupt nicht, wenn sie stolpern. Das ist immer an so jemandem, der richtig oft stolpert, den würde ich davon, Alter, was ist denn hier? Hier ist eine Art Straße. Was ist denn das? Privatweg. Das Betreten auf Waldflächen erfolgt auf eigene Gefahr. Ich finde es so lustig, dass die sowas immer mit dazu sagen. Auf wessen Gefahr denn sonst? Da geht's richtig krass bergab. Ich hab doch so ein paar Schuhe, wo jeder Zeh seine eigene Tasche hat. Die wären jetzt lustig. Die habe ich leider nicht eingepackt. Die sind noch in der Wohnung. Da denke ich dran, die unbedingt mitzunehmen. Weil das ist doch der perfekte Boden, um zu lernen in den Dingern, also mehr als eine halbe Stunde zu laufen. Weil der Boden so weich ist. Das ist ja schon in die Landschaft eingebauter Stoßdämpfer. Ich glaube nicht, dass sehr viel Schaden anrichtet. Der ist ziemlich mild. Oh, was ist das für eine Beere hier? Was ist das? Sind das Kirschen? Es könnte sein, dass das Kirschen sind. Sie sehen sehr nach einer Kirsche aus. Ich mach mal. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass hier auch essbare Sachen wachsen können. Das wird eine Kirsche sein. Sieht sehr danach aus für mich. Da oben hängen noch ein paar mehr. Der ganze Baum ist voll davon. Man, eigentlich brauche ich eine 10 Meter hohe Leiter. Die überall rumsteht, die frei stehen kann, die ich aber ganz klein und unauffällig zusammenpacken kann. Und dann kann ich in den Wald gehen und kann richtig bequem an Bäume rangehen und da wildes Obst futtern. Mal, das mache ich morgen, Alter. Morgen, es gibt so eine App, es heißt irgendwie Fruit Radar oder so. Damit kann man gucken, wo essbare Sachen sind. Und dann mache ich dieses Ding einfach an und guck, was es hier Leckeres gibt. Ach, was für ein Traum. Ich puste mal noch ein bisschen.
Es gibt ja für das Ding auch noch einen stärkeren Akku und bei manchen von den Werkzeugen macht es einen Unterschied, dass der, also nicht stärker, einfach größere, dass der mit dem größeren Akku automatisch mehr Power rausholt. So ist es anscheinend bei dem Winkelschleifer, den ich mich immer noch nicht getraut habe auszuprobieren. Mache ich aber bald. Na jedenfalls, ich wollte pusten. Der ist leider sehr schwach. Ist aber vielleicht auch ganz gut, wenn der nicht so stark ist, dass man damit den Wald kaputt macht. Alter, hier ist so ein... Da sehe ich eine Spinne. Genau da. Pust, Angriff. So viel hält die aus. Kleine Ameisen hier. Schnell verstecken. Der Wind kommt. Wie lustig so ein kleines Moos ist. Hier sind ja so viele verschiedene Pflanzenspezien, die mir sonst nicht begegnen im Zoo. Mann, das ist aber cool. Hier hänge ich rum, Mann. Jetzt werde ich erstmal noch die letzten zwei Atemzüge, die noch in dem Dübel drin sind, die werde ich erstmal noch rauchen. Oh, und dann laufe ich wieder zurück zum Wagen und dann futter ich was Leckeres. Oh Mann, oh Mann. Ey Mann, der Boden ist voll mit Waldameisen. Da ist eine. Da ist auch eine. Die sind hier überall. Alter, die merkt, dass ich sie angucke. Die guckt die. Ich gucke mal so zu laufen, dass ich auf möglichst wenig rauftrete. Der Boden ist übersät von Insekten. Jeder einzelne Quadratmeter ist bestimmt voll mit so 20 bis 50 von den Ameisen. Naja, vielleicht mehr so 15 bis 25. Ich weiß es nicht. Ah, die Luft hat Vitamine hier.